Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Wenige Tage vor der Weltmeisterschaft in Brasilien zeigt sich der deutsche Aktienmarkt bereits in Bestform. Der DAX hat innerhalb kürzer Zeit zweimal Börsengeschichte geschrieben. Ende Mai wurde erstmals die Marke bei 9.900 Zählern übersprungen. In der heutigen Handelssitzung konnte nun auch der Preisbereich bei 10.000 Punkten auf Intraday-Basis bezwungen werden. Die Anleger können sich im Wesentlichen bei der Europäischen Zentralbank bedanken, die ein Bündel an geldpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Deflationsgefahr beschlossen hat. Viele der nun angekündigten Maßnahmen waren bereits im Vorfeld der heutigen Börsensitzung erwartet worden. EZB-Chef Mario Draghi ist den Wünschen der Investoren gerecht geworden. Der Leitzins wird von bisher 0,25% auf 0,15% gesenkt. Des Weiteren wird die Europäische Zentralbank einen negativen Einlagezins von minus 0,1% für Bankeinlagen erheben. Freundlich wurden aber auch die Ankündigungen hinsichtlich langfristiger Refinanzierungsgeschäfte sowie die Vorbereitung von Anleihekäufe aufgenommen. Im heutigen Handelsverlauf wurde der DAX während der Pressekonferenz der EZB mit 10.015 Punkten erstmalig in seiner 26-jährigen Börsengeschichte im fünfstelligen Bereich gehandelt. Parallel dazu geriet der Euro-US-Dollar gehörig unter Druck. Die Gemeinschaftswährung pendelt nun um den Bereich bei 1,35. Dagegen konnte der Goldpreis zulegen und eine kleine Gegenbewegung starten. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.